Nächster Redner Helmut Brandt für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen. Heute ist gesagt worden, dass es wichtig ist, und ich halte das auch für wichtig, wenn junge Leute an den Rechtsstaat herangeführt werden. Ich habe im Jahresdurchschnitt etwa 800 Schülerinnen und Schüler aus dem Wahlkreis, mit denen ich diese übliche Diskussionsstunde durchführe, und muss leider feststellen, dass der Kenntnisstand minimal ist. Das kann ich eigentlich auch gar nicht nachvollziehen, dass die Curricula da zu wenig offensichtlich mit den Schülerinnen und Schülern dieses Thema angeht. Insofern halte ich das für eine wichtige Maßnahme. Meine Damen und Herren, ich möchte mich heute vor allen Dingen mit dem weiteren Tagesordnungspunkt, nämlich des Bundesverfassungsgerichtes und der obersten Bundesgerichte, beschäftigen. Und ich möchte eigentlich auch einem Eindruck widersprechen, denn nach meiner Auffassung, der eben jedenfalls hier angeklungen ist, ist die deutsche Justiz im Wesentlichen von unseren Bürgerinnen und Bürgern anerkannt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger sehr auf unsere Justiz bauen und auch bauen können. Allerdings müssen, ich denke, auch die Bundesländer für die Unterinstanzengerichte verstärkt dafür Sorge tragen, dass die Verfahrensdauern abgekürzt werden. Das gilt nach meiner Einschätzung insbesondere für Strafverfahren im Jugendstrafrecht, aber auch bei den Verwaltungsgerichten, wo eine überlange Verfahrensdauer festzustellen ist. Der deutsche Rechtsstaat wird gerade auch im Vergleich zu anderen Systemen und zu aktuellen Entwicklungen in der heutigen Zeit insgesamt dennoch hoch eingeschätzt. Das gilt insbesondere auch für das Ausland. Und die vielen Rechtsstaatsdialoge zeigen ja auch, dass wir hierzu im Ausland beitragen. Sowohl die Politik, die obersten Bundesgerichte, die Gerichte insgesamt, aber auch die Anwaltschaft leisten hier einen wichtigen Beitrag. Unsere Gerichte und die Rechtsprechung genießen hohe Akzeptanz und auch den Respekt der Bevölkerung. Das gilt, wie ich anfangs sagte, nach meiner Auffassung ganz überwiegend. Das gilt aber insbesondere auch für die Rechtsprechung der obersten Bundesgerichte und auch des Bundesverfassungsgerichtes. Und ich denke, dass zu dieser hohen Qualität unserer Gerichtsbarkeit eben auch das Auswahlverfahren für die obersten Bundesgerichte und für das Bundesverfassungsgericht beitragen. Wir sind in dieser Frage richtigerweise den Reformvorschlägen, die zum Wahlverfahren für Bundesrichter von den Grünen insbesondere kürzlich unterbreitet worden sind, nicht gefolgt. Wir haben die Sachverständigenanhörung gehört, die hat schon nach meiner Auffassung eindeutig gezeigt, dass das keine sinnvollen Vorschläge sind, aber insbesondere die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 20. September 2016 hat das sehr eindrucksvoll dargelegt, dass das Verfahren in seiner gegenwärtigen Ausgestaltung voll und ganz den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt. Man kann sagen, dass sich auch in diesem Zusammenhang die Worte des berühmten französischen Staatsrechters Charles-Louis de Montesquieu bewahrheiten. Denn er sagte, wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. Das sollten wir hier, Frau Keul, wirklich beachten. Wir haben damit auch jetzt mit dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die Blockade eines gewählten Richters zum Glück aufgehoben. Ich hoffe, dass er in den nächsten Tagen, wenn es nicht schon geschehen ist, dann auch seine Urkunde erhält. Meine Damen und Herren, das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung eigentlich unsere Argumente, die wir auch dort vorgetragen haben, ohne Einschränkungen, ist denen jedenfalls gefolgt. Wir haben ja die Problematik, dass auf der einen Seite Artikel 33 des Grundgesetzes diese sogenannte Bestenauslese vorgibt, auf der anderen Seite Artikel 95 des Grundgesetzes eben für die Berufung von Richterinnen und Richtern zu den obersten Bundesgerichten eine Wahl vorsieht. In diesem Spannungsverhältnis gibt es natürlich immer wieder rechtliche Probleme, was ausschlaggebend ist. Das Gericht hat aber klargestellt, dass die Mitglieder des Richterwahlausschusses die Bindung des zuständigen Ministers, also in der Regel des Justizministers oder der Arbeitsministerin, an den Grundsatz der Bestenauslese zu beachten habe. Der eigentliche Wahlakt unterliegt aber keiner gerichtlichen Kontrolle. Damit hat das Gericht auch die Unmöglichkeit
eine Wahlentscheidung zu begründen, Rechnung getragen. Es hat dazu wörtlich ausgeführt, ich zitiere Frau Präsidentin, dem Wahlelement trüge eine strikte Bindung der Entscheidung des Richterwahlausschusses in Artikel 33 nicht ausreichend Rechnung, während Artikel 33 Grundgesetz auf die eine richtige Antwort bzw. darauf gerichtet ist, von oben her den Besten auszuwählen, zeichnen sich die Wahlen gerade durch Wahlfreiheit aus, wenngleich die Wählbarkeit zumeist von der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen abhängt. Die sind natürlich klar, man muss für das Richteramt geeignet sein, aber ansonsten ist eben dieser Wahlakt frei. Und da heißt es weiter, da der eigentliche Wahlakt keiner gerichtlichen Kontrolle unterliegt, bedarf sein Ergebnis auch keiner Begründung. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Sie aber gefordert haben. Deshalb ist auch konsequent vom Gericht gesagt, dass der Minister, der dann letztlich diese Entscheidung ausführen muss, wenn nicht besondere Gründe dem entgegenstehen, dies auch umzusetzen hat, was ja auch in der Vergangenheit immer geschehen ist. Nach dieser Entscheidung, meine Damen und Herren, kann nicht nur dieses bewährte Verfahren beibehalten werden, auch wir als Abgeordnete, die Mitglieder im Richterwahlausschuss sind, können, ich meine, nicht nur mit dieser Entscheidung gut leben, sondern haben jetzt auch ganz klar vor Augen, dass wir dort eine Wahl durchführen. Diese Wahlfreiheit ist im Übrigen auch kein Selbstzweck, sondern letztlich auch in den Erfahrungen aus der Zeit des Nationalsozialismus begründet. Mit der Betrauung eines Wahlausschusses mit der Aufgabe der Auswahl von Bundesrichtern wollte der Verfassungsgeber wieder eine Vertrauensbasis für diese Richter herstellen und insbesondere eine Selbstkooptation, schwieriges Wort, also im Grunde genommen eine Erneuerung der Bundesrichterschaft aus sich selbst heraus verhindern. Der Minister hat ja eben zu Recht darauf hingewiesen, über das Projekt Rosenburg und die Erkenntnisse daraus, die das Ministerium betreffen, insbesondere natürlich. Aber auch hier war sicherlich nach dem Zweiten Weltkrieg eine wirksame Novellierung notwendig, um sicherzustellen. Und das ist ja auch eine Frage immer, welches Vertrauen hat die Bevölkerung in eine Entscheidung der Gerichte, um sicherzustellen, dass diese Richter auch unabhängig, aber auch unabhängig als solche bestellt worden sind. Insofern bin ich der Auffassung, ich will jetzt auf die einzelnen Argumente, die bei denen, die eine Änderung gefordert haben, nicht näher eingehen. Man muss sich nur das Verfassungsgerichtsurteil durchlesen, dann weiß man, dass eine Änderung nicht notwendig ist, aber insbesondere auch nicht geboten ist und nach unserer Auffassung auch kontraproduktiv wäre. Insofern möchte ich meinen Vortrag heute hier eigentlich abschließen, vielleicht auch etwas versöhnlich, indem ich einfach sage, wir haben in Deutschland eine funktionierende, eine gute Justiz, sollten diese auch nicht in Frage stellen. Und es sollte deshalb auch und ist deshalb auch gut, dass es bei dem in 60 Jahren bewährten Verfahren der Bundesrichterwahl verbleibt. Wir können stolz auf dieses System sein und wir sollten es allenfalls behutsam weiterentwickeln. Allerdings sollten wir auch nicht zögern, die notwendigen Stellenvoraussetzungen bei den obersten Bundesgerichten zu schaffen und die Durchlässigkeit der Instanzenzüge zu gewährleisten. Besten Dank. Vielen Dank, Helmut Brandt, für Ihre Rede. Nächster Redner, Dennis Roth.